Vorgestern habe ich die Sims 3 gespielt. Im echten Leben wohne ich übrigens in einem Apartment. Mein Nachbar kam hoch, um meiner Mutter, die aufgrund von Covid die Wohnung nicht verlassen durfte, eine Bestellung zu übergeben. Ich ging raus und sie gab mir die Sachen. Wir beide fühlten einen kalten Schauer bei unserem Rücken. Daraufhin sahen wir einen Mann auf der Stufe vom Flur über uns. Er war komplett grün gekleidet. Er hat mir direkt ins Auge gesehen, als er seinen Kopf bewegte. Als ich ihn nochmal ansehen wollte, schien er verschwunden zu sein. Ich bekam Gänsehaut und rannte schnell in meine Wohnung, desinfizierte die Bestellung und legte sie auf den Boden, nahe der Tür. Ich ging erstmal duschen, da meine Mutter immer meinte, man soll alles Böse von sich waschen. Ich weiß auch nicht. Ich zog mir schwarze Kleidung an und setzte mich wieder vor den Computer, um zu spielen. Ich war gerade dabei, eine Wäscherei zu bauen, aber auf einmal crashte mein Spiel, kurz bevor ich speichern wollte. Irgendwie fühlte ich wieder den Schauer über meinem Rücken, als ich die Fehlermeldung las. Ich öffnete das Spiel wieder, aber die Tipps vom Spiel und die Icons über dem grünen Balken im Ladebildschirm tauchten nicht auf. Ich weiß nicht wieso, aber das brachte mich dazu, in Bridgeport zu spielen. Ich erstellte einen weiblichen Sim, der aussieht wie ein Vampir, und ließ sie in ein Apartment einziehen, dekorierte dieses für meinen Sim, die ich zum Vampir verwandeln wollte, in der Ingame-Nacht. Ich habe nach Vampiren gesucht, jedoch fand ich einen komischen Sim, der sehr ähnlich wie der Mann auf der Treppe aussah. Er hieß Bermejo, ein typischer, ja, spanischer Name im Spiel. Ich wollte mich bei ihm freundlich vorstellen, aber die Sims haben direkt eine negative Beziehung gehabt. Ich habe es wieder und wieder versucht, aber irgendwie wurden sie zu Feinden. Ich habe ihn stehen gelassen, um einen Vampir zu finden, den ich dann auch fand. Da es schon sehr spät war, ging ich erstmal ins Bett. Die ganze Nacht über träumte ich von sich drehenden Plumbobs und dieser Mann von der Treppe tauchte auch auf. Als ich aufwachte, ging ich wieder an den PC und startete das Spiel. Auch dieses Mal sah mein Ladebildschirm komisch aus. Die Icons waren zwar zurück, aber die Tipps fehlten immer noch und der Hintergrund hatte beim Late-Night-Bildschirm kein Lila. Ich sah nur das Logo und die grüne Leiste. Ich hatte Angst. Ich öffnete mein Spiel und es kam nach kurzer Zeit ein Pop-up für eine Jobgelegenheit. Jedoch hatte diese Textbox keinen Text. Ich nahm sie dennoch an. Ab diesem Moment sanken die Bedürfnisse meines Sims unheimlich schnell. Ich habe sie wieder gefüllt, aber mein Sim war immer noch sehr angespannt. Mein Spiel hatte einen ganz komischen Lag und dann tauchte Bermejo wieder auf. Da mein Sim ja jetzt ein Vampir ist, habe ich die Idee gehabt, Bermejo in einen Vampir zu verwandeln. Aber sobald ich das versuchte, crashte mein Spiel. In genau dem Moment hatten wir auch einen ganz kleinen Stromausfall. Später wollte ich die Kleidung meines Sims ändern, aber der Hintergrund im Chaos lud nicht richtig und alles war grau. Ich änderte die Kleidung dennoch. Bermejo tauchte wieder auf, ist aber dieses Mal ein Paparazzi, der meinen Sim beobachtet. Ich pausierte das Spiel, weil ich ein Klopfen hörte, aber es war niemand an der Tür. Mit riesiger Angst habe ich die Tür wieder geschlossen und ging wieder an meinen Computer. Ich wollte, dass mein Sim eine bessere Beziehung zu Bermejo hat und fragte ihn letztlich, ob er mich heiraten will. Mein Butler machte Essen und das Haus begann zu brennen. Der Alarm ringte, aber die Feuerwehr kam nicht. Niemand starb, zum Glück, aber Bermejo fang noch nicht mal Feuer. Ich sehe einen Schatten an der Tür und ich betete einfach nur, während ich spielte. Ich träumte wieder von dem Mann auf den Treppen und es fühlt sich komisch an, wenn ich daran denke, dass er wie der Townie aussieht. Zudem bekam ich viele Mails mit Anfragen, mein Passwort von Origin zu resetten. Ich fühlte mich so unendlich komisch dabei.